Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie heute Morgen versprochen, berichte ich euch heute mal über meine goldenen argentinischen Waldschaben, Plaptica dubia Gold. Die Art stammt aus Paraguay und Argentinien. Ihre Endgröße der Weibchen liegt bei 4,5 cm, der Männchen bis 4 inklusive Flügel. Ihre Lebenserwartung liegt bei 1 bis 1,5 Jahren, das ist schon sehr gewaltig, für das, wo sie so einmal im Monat 30 Jungtiere ungefähr entlassen. Die Temperatur, wo man sie halten sollte, liegt zwischen 22 und 29 Grad, deshalb habe ich so bei 25 eingependelt und das läuft ganz gut. Klar, im Sommer ist es etwas höher, aber das macht ihnen gar nichts aus. Die Art ist dämmerungs- und nachtaktiv, aber auch jetzt, wie wir sehen, also wenn man nur ein bisschen Hundefutter reintut, beziehungsweise Proteine, sieht man sie direkt. Ansonsten sind sie eigentlich immer in den Höhlen versteckt und kommen halt nur zum Fressen raus. Und was kann man füttern? Das ist nun die nächste Frage, denke ich mal, die ihr euch stellen werdet. Man kann so ziemlich alles füttern, was so die Welt anbietet, außer halt Zitrusfrüchte. Ansonsten, was ich so füttere, ist Hundetrockenfutter, Katzentrockenfutter, auch Nassfutter jeweils, Haferflocken, Früchte, Obst, zum Beispiel Möhren und Äpfel. Und was mich an dieser Art eigentlich so gereizt hat, angefangen hatte ich mit den ganz normalen Plaptica dubia, schon länger her. Und ja, die Farbe, die ist so mega. Wenn die auf die Welt kommen, sehen die aus wie kleine Goldnuggets. Und ja, ich finde es so faszinierend. Und in Erinnerung an den Cockroach TV Olli, hier die Schabe, vor der sich schon manche Leute gefürchtet haben bei uns auf der saarländischen Börse, wo gesagt haben, hier krabbelt ja eine Kakerlake rum. Nee, ist aus Plastik. Auf jeden Fall, Erinnerung geht raus an den Olli, den ich echt sehr vermisse hier im Hobby. Und was hättet ihr denn sonst noch für Fragen hier zu den Tierchen? Noch ein Merkmal wäre, sie vermehren sich nicht so gut wie die ganz normalen argentinischen leider. Weil ich hatte mit 10 Tieren begonnen, vor einigen Monaten. Und so viel vermehrt haben sie sich leider nicht. Aber es wird langsam. Es werden stetig mehr. Aber halt nicht so, dass man direkt eine Box voll hat, wie bei den ganz normalen Dubias. Ja, ansonsten, das war gerade mein Hund, weil sie gerade das Nassfutter riecht hier in der Box. Tut mir leid. Sie hat aber auch schon was abbekommen davon. War ja ihr Hundefutter. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ab damit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Und noch was, wieso ich diesmal kein Einstreu verwendet habe wie sonst. Weil über Sommer kommen hier immer Fruchtfliegen rein und dann ist das echt nervig mit dem Bodengrund, wenn da dann Maden rumkrabbeln. Also nur über Winter mache ich Bodengrund rein, ansonsten halt mehr Versteckmöglichkeiten noch. Jetzt nur zum Video habe ich die meisten rausgeholt. Und ja, das war's. Bis dann. Tschüss.